Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen zu Enigmatis, die Nebel von Ravenwood, Sammleredition. Soweit ich weiß, ist das, glaube ich, der zweite Teil, aber das steht ja irgendwie bei allen Wimmelbildspielen nicht dabei, ob es der zweite oder erste Teil ist, sondern. Oder dritte Teil, da steht immer so ein Beiname dabei. Das heißt, die Sammleredition heißt, dass wir wieder ein Bonuskapitel haben, aber ich quatsch jetzt nicht allzu lange, sondern ich fange ein neues Spiel an. Ich muss noch dazu sagen, dass ich dieses Spiel Enigmatis, die Nebel von Ravenwood, dass ich ein Let's Play dazu gesehen habe. Also, das ist aber schon ein Jahr her oder über ein Jahr auf jeden Fall. Vielleicht erinnere ich mich daran, aber ich glaube nicht, weil es schon sehr lange her ist. Also, ich habe es noch nie selbst gespielt, sondern ich habe einfach nur ein Let's Play gesehen. Auch fertig, glaube ich. Ja, ich habe es ganz durchgesehen. Naja, so, ich fange an. Spielen. Okay, wähle ein Abenteuer aus, das sehen wir schon. Hier das Bonuskapitel. Schließe das Hauptabenteuer ab, um das Bonuskapitel freizuschalten. Die Nebel von Ravenwood spielen wir aber wir spielen danach auch die geretteten Erinnerungen. Weil bei Grim Legends, der Fluch der Braut, haben wir ja auch das Bonuskapitel abgeschlossen. Also wir haben es auch gespielt und abgeschlossen, darum kommt jetzt Enigmatis 2. Okay, die Nebel von Ravenwood wählen wir dieses Abenteuer aus. Los geht's! Und natürlich auch den Schwierigkeitsgrad. Leicht. Aber ich würde sagen, wir machen hier. Oder warte mal. Naja. Nun wollen wir mal schwierig ausprobieren. Ich weiß nicht. Tipp und Lösen werden langsam aufgeladen. Aktive Bereiche sind nicht markiert. Interaktive Bereiche werden nicht hervorgehoben. In Wimmelbildrätseln gibt es eine Strafe für zu häufiges Auswählen. Oh. Orte auf der Karte, an denen es etwas zu tun gibt, sind nicht markiert. Hinweise zu Gegenständen sind weniger direkt. Ich würde sagen, wir machen normal, weil es ist einfach normal. Und Wimmelbildspiele spiele ich ja eigentlich sonst nie. Ich spiele das ja eigentlich nur im Let's Play. Privat spiele ich das ja nicht. Das lese ich auch nochmal vor. Tipp und Lösen. Schaltfläche werden regelmäßigt aufgeladen. Aktive Bereiche sind nicht markiert. Interaktive Bereiche funkeln häufig. Okay. Wimmelbildrätsel sind durch einen Glitzer markiert. Interaktive werden nicht hervorgehoben. Werden auch nicht die Wimmelbildrätsel hervorgehoben? Das wäre richtig kacke. Normalerweise sieht man ja, ah, da ist ein Wimmelbildspiel, aber dann guckt er gar nicht nach richtig. So, in Wimmelbildrätseln gibt es eine leichte Strafe für zu häufiges Auswählen. Da gibt es nichts. Orte, an denen Orte, an denen es etwas zu tun gibt, sind auf der Karte markiert und Hinweise zu Gegenständen sind mäßig direkt. Aber ich drücke jetzt auf OK und ich probiere jetzt auch bei diesem Projekt, ich glaube, das habe ich bei keinem Wimmelbildspiel davor schon gemacht, dass ich euch begrüße und verabschiede. Sonst habe ich immer eine Stunde oder länger oder kürzer aufgenommen in einen Rutsch durch und es dann geschnitten. Aber jetzt versuche ich das mal wie bei dem Rollenspiel Gothic gerade oder Deponia. Da, Deponia haben wir abgeschlossen, nicht mal Memoria. Da begrüße ich ja und sag wieder Tschüss. Aber ich würde sagen, ich drücke jetzt auf OK und ich bin gespannt. Los geht's. It's been 2 years since the events of Maple Creek. And I'm still on the hunt for the evil preacher. So far, the murderers stayed one step ahead, but I have a lead. There are rumors of people disappearing mysteriously on the West Coast. The situation sounds familiar, but could it just be a coincidence? What was that? What on earth happened here? There's no evidence of a car crash, but that camper trailer is clearly damaged. What? How? I've never seen marks quite like that. Möchtest du das Spiel erklärt bekommen? Ich drück mal wieder ja, weil bei... Naja, eigentlich ist es gleich bei manchen Wimmelbildspielen. Aber damit wir nichts verpassen, das sage ich immer. Ich mache einfach jetzt immer hier die Erklärung. Tippe auf den angezeigten Bereich, um ihn dir genauer anzusehen. Wähle den Teppich,
um ihn zu verschieben und hebe die Leuchtfackel auf. Ich meine, es gibt ja auch manche Leute, die gucken jetzt hier vielleicht neu zu und haben davor noch kein Wimmelbildspiel gespielt. Und darum kann man nochmal eine Anleitung einfach machen. So, eine Leuchtfackel. Der Verbandskasten ist abgeschlossen. Dafür brauche ich einen Schlüssel. Was mich gerade interessiert, gibt es ja auch so Errungenschaften? Menü, Auszeichnung. Okay, sieht so aus, als gibt es auch wieder ein paar Sachen. Folgerung. Lege den Verdächtigen in deine Ermittlungen fest. Führe alle Beweisfolgerungen zusammen, durch. Führe deine erste Beweise den Tschüss. Was ist hier? Versteckte Objekte. Geschichte. Illusionsobjekte. Finde ein Illusionsobjekt. Finde 15 Illusionsobjekte. Finde alle 30 gibt's. Was ist das hier? Finde einen himmlischen Schmetterling. Oh. Bei Grim Legends haben wir ja nicht geschafft, alles zu finden. Wir können es mal hier probieren. Okay, Beweise, was ist das jetzt? Weiß nicht. Noch nichts da. Was für seltsame Markierungen. Die Wohnmobiltür ist verschlossen. Okay. Wir haben nur eine Leuchtfackel. Ein verlassener Kinderrucksack am Eingang in den Park. Merkwürdig. Ravenwood. Mammutbaum, Schnitzerei, Freilichtmuseum. Mann, ich möchte Schmetterlinge finden. Okay, was war das? Ein Körnchen Wahrheit. Oh. Okay, da habe ich einfach mal nur so drauf geklickt, weil der anders aussah als der da. Aber jetzt ist er wieder normal. Du hast ein Illusionsobjekt gefunden. Suche nach insgesamt 30 im ganzen Spiel. Informationen zu den bereits gefundenen Objekten sind in deinem Notizbuch gespeichert. Ah, das ist ein Notizbuch. Okay, da gucken wir gleich mal rein. Halluziniere ich? Hat mich diese Statue gerade angeschaut? Das Tor in den Redwood Park rührt sich nicht. Ich bin ehrlich gesagt nicht in Eile hineinzugehen. Bei diesen Schnitzereien bekomme ich eine Gänsehaut. Niemand würde seine Handtasche beim Eingang zurücklassen. Ein Rucksack vielleicht, aber keine Handtasche. Okay, das war ein Frosch. Diese Sachen müssen aus der Handtasche gefallen sein. Beweisstück erlangt. 1 von 26. Wer dieses Mädchen wohl ist? Was ist mit ihr geschehen? Becky, mein kleiner Schmetterling. Wichtige Beweisstücke werden für weitere Folgerungen aufbewahrt. Wähle den Beweiszettel aus und sieh deine gesammelten Beweise an. Hier, Beweise. Wähle das Foto, um es dir genauer anzusehen. Wer dieses Mädchen wohl ist? Was ist mit ihr geschehen? Jetzt gucken wir nochmal hier. Aufgaben, der Tatort. Oh. Oh hier, gefundene Illusionsobjekte. 1 von 30. Ich habe bemerkt, dass Objekte vorübergehend die Form ändern. Als wären sie mit einer Illusion überzogen. Wie viele davon werde ich finden? Ominöse Rabenfigur. Okay, da haben wir ein bisschen was zu tun. Mal gucken. Ich denke mal, wir schaffen nicht alle. So, Aufgaben. Finde heraus, was am Parkeingang vor deiner Ankunft geschah. Der Tatort. Ich war in der Hoffnung, den bösen Prediger zu finden, Richtung Westküste unterwegs, als ich einen nebelähnlichen Phänomen ausweichen musste. Oder vielleicht auch nur meinen wilden Fantasie. Kurz danach stieß ich auf Ravenwood Park und ein verlassenes Wohnmobil. Es ist übel zugerichtet, doch ich bezweifle, dass das ein Unfall war. Derart große Krallen? Unmöglich. Was zum Himmel ist hier geschehen? Na, ich würde sagen, finden wir es heraus. Was macht der Rucksack? Nix. Hier, Autoschlüssel, oder? Nee, noch was. Beweisstück, 2 von 26. Gültig bis 22.
5.2015. Rachel Simmons. Los Angeles. Weiblich, blond. 1,76 Meter. 55 Kilo schwer. Geboren am 12.07.78. 1978. Und die Augen sind blau. Klasse C. Blutgruppe. Klasse C. So. Rachel Simmons. Kalifornien. Das Wohnmobil muss ihr gehören. Okay. Autoschlüssel. Okay, dann haben wir noch das Beweisstück. Und dann gehen wir mal zum Wohnmobil und können ja wahrscheinlich aufschlüsseln, wollte ich sagen. Wähle die Autoschlüssel aus und stecke sie in das Schloss. Okay, und gedreht. Wähle die offene Tür und betritt das Wohnmobil. Charlie und seine Engel. Ist das Charlie? Sieht eher aus wie Harry Potter. Eine glückliche Familie. Die Eltern vergöttern ihre Tochter. Was ist das hier? Oh. Ich kann tief unten in den Spalt, in der Spalte einen Schlüssel erkennen. Ich komme mit meiner Hand nicht heran. Okay. Hier, Koffer. Beim Koffer ist noch was. Tippe auf das Mädchen, um mit ihr zu sprechen. Mom? You're not my mom. Where is she? It's okay, sweetheart. I won't hurt you. Let's get you out of there. Come on. You don't have to be afraid anymore. I'm here to help. Can you tell me what happened? My mom. She's gone. I'm scared. Is your name Becky? Becky, you're safe with me now. Take a deep breath and try to tell me again. Where's my mom? I want to talk to my mom. She's too shook up to talk to me. I need to calm her and win her trust somehow. My mom. She's gone. I'm scared. Neue Aufgabe, das Mädchen. Auf dem Wecker wird 8:45 angezeigt. Das war ein sehr ominöser Start in meinen Tag. Was sieht man jetzt hier? Das Mädchen, okay. Was steht da noch? Das Mädchen ist verängstigt und scheint leicht verletzt zu sein. Kümmere dich um sie. In dem Wohnmobil hielt sich ein Mädchen versteckt. Sie ist zutiefst verängstigt und hat eine Schramme am Arm. Ihre Eltern sind verschwunden. Ich muss sie beruhigen und ihren Arm verarzten. Dann erzählt sie mir vielleicht, was geschehen ist. Was steht da noch? Ich muss mich um sie kümmern. Ganz wichtig. So, gibt es hier vielleicht ein Illusionsobjekt? Da ist noch was. Schmetterling. Rosa Schmetterling. Hier Becky. Und dann hier, wie hieß die? Rachel hieß die. Rachel. Becky und Rachel... Wo ist das Ding hin? Ne? Da. Was habe ich bekommen? Angelrute. Rachel... warte mal. Eine Buntstiftzeichnung. Eine farbenfrohe Darstellung der mütterlichen Liebe für ihre Tochter. Becky... Rachel ist gleich Herz. Offenbar hat die junge Künstlerin ein Lieblingsstofftier. Hier gehört ein Schmetterlingssymbol hin. Natürlich. Komm hier... Ist irgendwie Schmetterlingsfanat? Schmetterling, Schmetterling hier, Schmetterling Sohlen? Weiß ich nicht. Angelrute. So, dann holen wir den Schlüssel daraus. Verbandskastenschlüssel. Der Verbandkasten war hier. What was that? I saw it earlier on the drive-in. Oh. Tippe auf den angezeigten Bereich, um nach Wimmelbildobjekten zu suchen. Tippe auf den Aufziehschlüssel und hebe ihn auf. Achso, da unten. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge dann.
werden wir in der nächsten Folge... Ist das ein Illusionsobjekt? Glaube ich nicht. Dann werden wir in der nächsten Folge hier dieses Wimmelbildspiel spielen. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und bis in der nächsten Folge. Ich hoffe, das neue Let's Play gefällt euch. Bis dann. Ciao.